Hallo ihr Lieben, willkommen bei Hausfrauenküche. Heute machen wir panierte Palatschinken, gefüllt mit Schinken und Käse. Manche kennen das Gericht auch unter dem Namen falsche Forelle. Dazu machen wir zuerst den Palatschinkenteig ohne Zucker. Ich nehme ein Ei, ca. 12 Esslöffel Universalmehl und Milch. Gebt zuerst das Ei in eine Schüssel und dann abwechselnd Mehl und Milch dazu, bis ein dünnflüssiger Teig entsteht. Meine Schüssel hat ein Fassungsvermögen von ca. 1 Liter. Mit meiner Mengenangabe ist sie gut 3/4 voll mit fertigem Teig. Daraus sollten sich gut 8 Palatschinken ausgehen. Wenn ihr mehr braucht, würde ich euch empfehlen, 2 Eier zu nehmen und natürlich eine größere Schüssel. Wenn euch Palatschinken übrig bleiben, könnt ihr diese gut für eine Frittatensuppe oder sogar Eispalatschinken als Nachspeise verwenden. So sollte der fertige Teig dann aussehen. Während wir den Teig nun rasten lassen, schneiden wir uns den Käse und richten auch den Schinken bereit. Ich nehme hier Thiel-Sitter-Käse, da dieser am wenigsten Fett hat. Ihr könnt aber auch jeden anderen Käse wie Emmentaler oder Schmelzkäse verwenden. Dann beginnen wir mit dem Herausbacken der ersten Palatschinke. Ich würde euch dann empfehlen, die Palatschinken immer im warmen Zustand zu füllen. Wenn sie zu kalt sind, kann es leicht sein, dass sie brechen. Ich habe immer eine Palatschinke in der Pfanne, während ich die andere bereits mit Schinken und Käse fülle. Nun kommen wir zum wichtigsten Teil. Die noch warme Palatschinke wird mit 2 Blättern Schinken und Käse gefüllt, sofort zusammengelegt und mit einem Zahnstocher fixiert. Wenn ihr nun alle Palatschinken gefüllt habt, geht's ans Panieren. Dazu schlagen wir ein Ei in einen Teller, geben etwas Milch und Salz hinzu und verquirlen das Ganze gut. Weiters brauchen wir noch Universalmehl und Semmelbrösel. Dann nehmen wir die erste Palatschinke, tauchen sie von allen Seiten in das Mehl. Anschließend in das Ei, von allen Seiten gut bedecken. Und zum Schluss in die Semmelbrösel.
Wenn ihr alle Palatschinken vorbereitet habt, nehmt einen Topf mit heißem Frittieröl. Ich mache hier eine Probe, um zu sehen, ob das Fett schon heiß ist. Wenn der Semmelbrösel schon schön brutzelt, dann rein mit der ersten Palatschinke. Die Palatschinken werden auf beiden Seiten goldgelb gebacken. Wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt mir doch am Schluss einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat, damit ich es in den nächsten Videos besser machen kann. Die fertigen Palatschinken lege ich immer auf ein Küchenpapier und tupfe sie noch von beiden Seiten ab. Ich habe mir hier noch ein paar Tomaten und Paprika in Streifen dazu geschnitten als Beilage. Es passt aber auch super ein grüner Salat oder auch Erbsenreis. Solltet ihr Lust auf Gurkensalat als Beilage haben, schaut euch doch auch mein Video dazu an. Lasst es euch schmecken. Guten Appetit und bis zum nächsten Mal, eure Hausfrauenküche.